120 Veranstaltungen in 8 Tagen. So vielfältig wie die Hauptstadt selbst, die Berlin Sports Week, initiiert von der Hauptstadtkampagne Be Berlin und Berlin Partner. Von Spitzen- bis Breitensport, von Mega-Event bis Vereinssportfest, sowie vom klassischen Fitnesskurs bis Trendsport, war alles dabei und konnte erlebt werden. Ganz besondere Leckerbissen waren die Großevents wie der Garmin Veloton, das 15. Berlin Masters der rhythmischen Sportgymnastik oder auch Playoff-Basketball von den Albatrossen nicht zu vergessen, der Game Day bei den Adlern Berlin oder die Verleihung deutscher Fußballbotschafter. Etwas beschaulicher ging es bei der Eröffnung des neuen Füchse Sportparks zur Sache. Außerdem konnten die Sportbegeisterten verschiedenste Veranstaltungen, Tage der offenen Türen und Diskussionen besuchen. Manchmal waren auch prominente Teilnehmer wie Sir Alex Ferguson, Thomas Hitzesberger, Marcel Reif, der regierende Bürgermeister Michael Müller oder Andreas Staatskowski, Staatssekretär für Sport vor Ort. Gerade beim Trendsport, da gibt es Sportarten, da bin ich mir ganz sicher, dass der normale Berliner von noch nie was gehört hat. Das mal live zu erleben, vielleicht sich sogar mal die Frage zu stellen, ist das nicht noch, vielleicht auch eine Sportart für mich? Das ist eine einmalige Chance, gerade für diese Sportarten. Ja, der Sport rückt wieder in den Mittelpunkt und alle Berlinerinnen und Berliner können den Sport wieder erleben in den unterschiedlichsten Formen, die unterschiedlichsten Sportarten. Man kann mitmachen, man kann zugucken. Diese Woche stand unter dem Motto, sei sportlich, sei dabei, sei Berlin. Bei diversen Schnupperkursen konnte man den Hauptstadtsport erleben und testen. Dabei war es völlig egal, ob nun unter oder über Wasser, mit Schläger oder vollem Körpereinsatz, auf der Wiese oder auf dem Sand. War insgesamt eine super Aktion, hat richtig Spaß gemacht, wenn man auch mit so einem Leuten spielt, die auch motiviert sind, was zu lernen und was Neues beigebracht zu bekommen. An den 8 Tagen konnten sich nicht nur die Großen, sondern auch die Kleinen austoben. Da war Rugby, Streetball oder das Sportabzeichen der Inklusion. Apropos, inklusiv ging es auch beim 2. Inklusionslauf des Sozialverbandes Deutschland zur Sache. Eine ganz besondere Stimmung. In 8 Tagen um die Berliner Sportwelt. Die Sportmetropole Berlin zeigte sich in der vollen Pracht und gab allen die Gelegenheit, Berlin noch aktiver zu erleben. Wer das auch in Zukunft will, hält die Augen und Ohren offen oder klickt einfach fleißig weiter rein auf hauptstadtsport.tv. Da erlebt ihr die bunte Sportwelt in ihrer ganzen Pracht.